Ja, das Schiedsrichtergespann macht sich jetzt auf den Weg, um den Sprungball zu initiieren. So, wir haben hier auf Seiten der Lions starten wir mit Dominic Johnson mit der Nummer 9, Maurice Buscota mit der Nummer 23, die Nummer 21 trägt Orlando Parker, die Nummer 7 Davonte Lacey und die Nummer 1 Karl Onaembo. Auf Seiten der Hagener startet die Nummer 22 Jonas Grof, die Nummer 16 Yannick Lodders, Marco Hollersbach, Alex Herrera mit der Nummer 44 und Davis, der die Nummer 1 trägt. 10 natürlich alle auf, ihr wisst, bis die ersten Punkte fallen, alle hoch! So, jetzt geht's gleich los, Tip-off zwischen den PSK Lions und den Phoenix Hagener Spielern. Ja, und den Sprungball, den haben die Lions gewonnen. Und es sieht aus, als würde Hagen gleich mit einer Matrix verteidigen. Onaembo im Ballvortrag, der nach seiner Sperre zurückgekehrt ist, mit Kota. Im Korb, da versucht Johnson. Defense! Da geht er nicht rein. Somit jetzt Angriff durch die Hagener. So, das David ganz eng verteidigt von Embo runter zu Herrera, der Topscorer der Hagener. 16,5 Punkte pro Spiel und gleich der Puckschert mit der linken Hand gegen Buscota. Ersten Punkte des Spiels, 2-0 Hagen. Karlsruhe heute mit Onaembo im Aufbau. Ron Ross kommt von der Bahn. Parker jetzt mit seinem ersten Wurf zu kurz. Und es geht schon wieder an der Seite. Jonas Groh, Hollersbacher. Guerrero, schöner Handoff da auf Lodders. Der nochmal über den Spiel geht auf die linke Seite und Anspiel, ganz frei unter Korb. Herrera und er macht die Punkte nicht. Lions! Aber da hat die Defense der Lions total geschlafen, ja. Das war Glück aus Lions Sicht. Und jetzt Parker. Zum zweiten Mal nicht. Geil. Sie treffen nicht. Sie treffen nicht beide. Gegner hier Parker und Herrera kriegen die Layups nicht unter. Hollersbacher, jetzt Raya, der ist rechts weg. Hollersbacher ist 18 Jahre alt, aus der Hagener Jugend. 10 Spiele schon gemacht in dieser Saison, dort 12 Minuten Schnitt gespielt. Natürlich auch immer mit viel Potenzial, der hier das Vertrauen von Chris Harris bekommt, hier die ersten Minuten in der Europahalle zu spielen. Ansonsten mit einem sehr guten Spiel letzte Woche. 5-3er dort markiert, Topscorer der Lions. Jetzt mit einer keinen guten Bewegung, aber holt den Offensivrebound, neue 14. Onaembo sind jetzt das 1 gegen 1 gegen Groß, aber holt sich nochmal einen Block von Parker. Jetzt das 1 gegen 1 gegen ihn vielleicht etwas unbeweglich. Jetzt aber unsere Nummer 1, Karl Onaembo, Defense! Jonas Bindhoff da. Auf der anderen Seite ist er zu spät. Foul Lions, Spieler mit der Nummer 1, Karl Onaembo. Anspiel von Jonas Grof, Einwurf Seite für Hagen. Also sehr viel Sand noch im Getriebe bei beiden Mannschaften. Vielleicht liegt es an dem Tip-off am Freitagabend. Normalerweise sind die Spiele ja samstags und sonntags. Schönes Anspiel raus. Er zieht den Buscota, der das den Zug zum Korb verhindern kann. Jetzt wird es Zeit und da ist der Stil. Buscota, den Big Man. Und das war ein Offensivfoul. Offensivfoul, Lions. Bisschen unkoordinierter reingestürmt. Spiele mit der Nummer 23, Mo Buscota. Auf geht's und wir sind da alle zusammen. Die Fets! Der richtige Buscota den Ball abgeben soll und sich dann wieder kaum orientieren. Aber gut. Er wollte das Spiel schnell machen. Jetzt geht es wieder auf der anderen Seite. Und hier Pick and Roll Spiel. Ein freier Mann getroffen. Aber dann auch mit dem zweiten Dreier aufnimmt. Embo mit dem Spiel über den Korb und da wird Orlando Parker Foul Hagen. Den Ball, erwartet hat, Spieler mit der Nummer 8, Marco Hollersbacher. Einwurf
1 machen es ganz schnell. Ich denke mal, sie haben jetzt eben so ein bisschen los hier für den Dreier. Das ist auch nicht. Wir müssen auch gleich mal was zu Offensive Karlsruhe, aber jetzt erstmal Hagen am Zug. Hollersbacher liegt irgendwie in der Anspielstation. Jetzt Groß, der natürlich einer der größten Pointer der Liga ist. 2,1 Meter groß, so ein bisschen Magic Johnson-like. Natürlich, die meisten Aufbauspieler haben da eine etwas kleinere Größe und eine schöne Bewegung von Lodders. Den jetzt guter Hangtime da zum Korb gegangen. So, jetzt das, was ich zu offen sagen wollte. Ich glaube, die Karls versuchen da so ein bisschen Orlando Parker zu den letzten zwei Angriffen, der hier dann von Hollersbacher verteidigt wird. Und da haben wieder so ein kleines Mismatch ausgemacht. Jetzt aber Lacey mit einem ganz kleinen Dreier, die nimmt natürlich nicht immer, aber jetzt schon auch der Zeit und den Topscorer der Lions. Ja, im letzten Spiel gegen Schalke zu Hause hatten die Lions auch Anlaufschwierigkeiten und sind dann plötzlich in Fahrt gekommen. Hoffen wir aus Lions-Sicht, dass das hier diesmal auch passiert. Schönes Anspiel auf Hollersbach. Und wer hat das Bällchen? Ballbesitz. Ja, ja. Ball ist noch Hagen, das Seite gewesen. Hagen. Hollersbach hat noch nicht so wirklich die Maschine gefunden. Er ist drei daneben gesetzt. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht Defense! Spor dann in der nächsten Zeit kommt. Und da kommt er schon, zieht sich gerade das Trikot aus. Ja, der war ja schon zwei Spiele raus. Und jetzt ist der erste Dreier drin. Auf geht's, Löwenkäfig! Alle zusammen! Lions! Und somit kann die Hagen schon erstmal so ein bisschen absetzen. Aber Embo mit dem freien Dreier und Karlsruhe trifft die freien Dreier nicht. Also. Ich habe Arbeit angesprochen vor dem Spiel, sie kommen viel über die Dreier, machen die meisten Dreier pro Spiel in der Liga. Deswegen scheinen sie in den ersten Minuten hier noch nicht zu fallen, aber es ist noch ein bisschen Zeit, 35 Minuten um genau zu sein. Schaut euch das mit dem nächsten Post-Move raus, ein Dreier von Davis. Und der sitzt Auszeit Lions. Auszeit Lions. Ja. Lions Girls. Das war aus Lions Sicht nicht der erwartete Anfang, aber genau der gleiche Anfang wie im letzten Heimspiel. Ja genau, da stand es auch, ich glaube 1:9 oder 1:9 dann. Ja. Und am Ende des Viertels stand es 20:9. Aber das geht halt auch nicht immer. Ja, ich glaube Hagen ist ein anderes Kaliber. Das wird wohl etwas schwerer werden. Im letzten Spiel hat natürlich Ja, im letzten Spiel hat natürlich was. Ah ja, hat natürlich Karlsruhe wenig Turnover gehabt, was natürlich ihrer Sache geholfen hat. Ich glaube nur zwei im gesamten Spiel. Heute haben sie schon eins. Der Lund kommt bis vor der Sichtbarkeit, das war auch im Siegbau. Ja, und wenn man zwei Turnover pro Spiel hat, dann hilft es natürlich, dass man auch mal Runs starten kann. Vor allem, wenn man selbst ein paar Turnover passieren kann. Applaus für die Lions Girls. Und noch kurze Info. Die Fahrer mit dem Kennzeichen KADV111 und KAAL1404, bitte geht oben an den Empfang, ihr steht in der Feuerwehrzufahrt oder dort, wo ihr nicht stehen dürft. Einmal hoch an den Empfang. Und wir machen hier weiter. Lärm für unsere Mannschaft! Lions! Jetzt müssen sie hier so eine Zonenpresse zu spielen, die Hagen, aber schon mit dessen der Auszeit besprochen. Was natürlich sehr üblich ist, was die Trainer oft machen, vor allem wenn der gegnerische Trainer die Auszeit nimmt, dann versucht der natürlich vor allem das gegen die Defense zu sagen, was sie jetzt machen können. Und wenn der Trainer dann, der andere Trainer die Defense wechselt, dann ist natürlich alles, was in der Auszeit gesagt wurde, so ein bisschen zunichte gemacht worden. Und das hat er. Und die nächsten Punkte, unsere 7, Davante, Lacey und Laut zusammen! Defense! Um den Anschluss nicht zu verlieren. Und jetzt gute Defense. Dann ist man wieder dran. So, Herrera, der natürlich heute ganz oft gesucht werden wird von den Hagener. Lodders jetzt mit einem wilden Dreier. So off-balance war er da und der war zu kurz. Und ja, Hagen bleibt jetzt bei der Zone, 2-3 Zone. Schrittfehler. Schrittfehler von Johnson, der. Schrittfehler Lions, Ballbesitz bei Hagen. Wechsel bei unserer Mannschaft vom Feld, unsere 21, Orlando Parker. Neu auf dem Parkett, unsere 24, Roland Niyama. Und wir sind da, die Fats! Er hatte wirklich einen Sahnetag, sonst ja nicht so
Der Beste von der Dreierlinie trifft jetzt 33% über die Saison. Aber das war vor dem letzten Spieltag noch unter 30%. Also das hat ihm wirklich sehr geholfen, was die Quote angeht. Herrera jetzt mit dem Schuss ins Gesicht von Pluskota nicht zu verteidigen. Ja, Herrera auch schon die zweite oder schon gerade die dritte Saison hier, ne, in Hagen. Ich glaube die zweite. Ja, war vorher in Spanien in der zweiten Liga dort. Ganz wichtiger Spieler für die Hagener. Jama jetzt mit Zug zum Korb. Und mit Brett. Unsere 24, Roller, Niyama, aber jetzt alle zusammen, die Fans! Ich wusste nicht, wohin mit dem Ball, den einfach Richtung Korb geworfen und dann ist er mit Brett reingegangen. Viel Glück in der Situation. Und jetzt Grof, das ist natürlich auch eine Stärke, dass er als Aufbauspieler da gegen Dominic Johnson unterm Korb agieren kann. Und jetzt schöner Pass auf Almino, langer Zweier und der passt. Also wirklich, Hagen hat heute bis jetzt ein gutes Händchen von außen oder generell im Spiel. Stehen dabei ungefähr 50%, ja genau 50% Trefferquote. Schon bei zwei Dreiern und Pluskota kann sich da nicht wirklich durchsetzen gegen Herrera. Aber Johnson kämpft um den Ball und kriegt den Onyama gegen Spohr. Aber auch da ist der Ball zu kurz. Ja, es will nichts richtig fallen, ne, auf Line-Seite. Ja. Also im Vergleich, jetzt ein Foul von Embo beim Pass auf Spohr, natürlich auch ein Kugels Foul. Foul Lions, unsere Nummer 1, Karl Ohner, Embo, zweites persönliches Foul. Wechsel vom Parkett, unsere 1, Karl Ohner, Embo und 9, Dominic Johnson, neu auf dem Feld, Nummer 3, Caron Ross und unsere 30, Fillmore, Beck. Für Johnson und für Ohner, Embo. Ja, Dominic Spohr, ein richtig guter Spieler, der in Göttingen in erster Liga gespielt hat und in Hagen sehr erfahren. Oh, ganz, ganz einfaches Anspiel und ein Korb. Und dann Lacey mit dem Block und dann Schrittfehler. Schrittfehler, Hagen! Von Baumann war das, glaube ich. Nein, dann war. 6:14, auf geht's Europa, alle laut zusammen! Lions! Auch, sagen wir mal, ein Mann mit Namen in der Pro A. Wo war er noch nicht, ist die Frage. Hat er auch schon mal in Hagen gespielt, vor zwei Jahren? Nee, vorhin, schon länger her. Schon länger her, ja. Aber in Kreilsheim war er, glaube ich, auch. Und in Gotha. Foul Hagen. Schaffen war auf jeden Fall Würzburg. Zweimal in Fechter. Hat jetzt Spieler mit der Nummer 4. Jeremy Dunbar. Wechsel. Jetzt kommt Baumann. Bei Hagen. Ja, Caron Ross wollte ich kurz nochmal ansprechen vom letzten Spiel. Er hat wirklich die Wende gebracht, da, als er im ersten Viertel reinkam. Ich glaube, er hat bestimmt den besten Plus-Minus-Wert gehabt im letzten Spiel. Von den Karlsruhen, jetzt Stepback von Beck. Oh, und der ist drin, unsere 30! Filmer! Ja, also wirklich, die Wende kam im letzten Spiel mit der Einwechslung von Caron Ross. Er hat wirklich da dem Spiel der Karlsruhe ein bisschen Leben eingehaucht. Aber natürlich, seine Körpergröße ist defensiv so ein bisschen eine Schwäche. Wunderbares Anspiel und fulminanter Dank von Baumann. Ja, und das war natürlich nicht der Fehler von Pluskota, der da Baumann stehen gelassen hat, sondern Caron Ross war einfach zu klein für Almino da. Und dann musste Pluskota helfen und Beck jetzt mit dem Dreier. War immer noch kein Dreier für Karlsruhe gefallen, aber schöner Offensivrebound von Jama. Lacey denkt drüber nach, dribbelt und Ross jetzt mit dem Dreier. Und auch der fällt nicht, 0 aus 5 jetzt für Karlsruhe. Tja, das kann eigentlich nur besser werden, aber warten wir mal ab. Jetzt ist erstmal Defense angesagt und Spohr gegen Jama da. Oh, da stand er im Aus, glaube ich. Und die nächsten Punkte durch Dunbar. Ja, Dunbar natürlich eine exzellente Feldwurfquote. Vor allem für einen Schützen, der auf Dreier schießt. Der kann ja Dreier schießen wie kein Zweiter. Und trotzdem eine sehr gute Feldwurfquote. Jetzt Jama vertändet den Ball und jetzt haben sie schon mehr Turnover in diesem Spiel als im letzten Spiel, nämlich 3. Und Jama stoppt den Fast Break mit einem Foul. Da muss er aufpassen, weil sowas pfeifen die Schiedsrichter die Saison sehr, sehr kleinlich, also auf unsportliches Foul hingesehen. Wenn man so ein taktisches Foul macht, dann ist es irgendwie gefühlt 80% der Zeit unsportliches Foul. Siehst du auch so, oder? Ja, definitiv, ja. Aber diesmal haben sie es nicht gepfiffen. Auf geht's! Ich brauche euch jetzt alle! Aber jetzt ist Tate auf dem Feld. Für Maurice Pluskota so toll aus. Auf Hagener Seite erst zwei Fouls. Auf der Karlsruher Seite, glaube ich, das war jetzt das fünfte oder sechste Foul. Und wir kriegen einfach die Offense der Hagener nicht gestoppt. Ja, wir versuchen sie natürlich auch
was die Teamfouls angeht, auf dem Laufenden zu halten, weil das ist das Einzige, was sie wirklich nicht sehen können mit unserem, ja, mit unserer alternativen Spielanzeige. Die Punkte können sie ja sehen, die Zeit auch, die 24 können sie oben rechts auf dem Videowürfel sehen. Aber die Teamfouls nicht, da 5:2, wie Klaus eben schon gesagt hat. Ja, einen lässt er liegen, aber immerhin, oh, toller Zug zum Korb. Und jetzt auch Tate kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Und jetzt gibt es noch einen Foul. Und das gibt es schon wieder für Jürfe. Ja, Tate kann auch die Welt da nicht so verstehen, denkt sich, ich habe doch nur um den Ball gekämpft. Aber das ist natürlich jetzt bitter für Karlsruhe, weil Baumann jetzt natürlich sollte heute nicht in Foul Trouble kommen. Wir brauchen ihn heute unter dem Korb, das steht schon mal fest. So, Ross macht schnell auf Lacey. Wir versuchen jetzt vielleicht hier noch zwei Angriffe in diesem Viertel zu holen. Und wieder nicht drin, Lacey. Da hat Coach Ivan Rudisch auf Lions-Seite in der Viertelpause mächtig Arbeit mit seinen Co-Trainern. Und das ist ein dummes Foul. Also Filmerbeck ist da irgendwie gesprungen. Weiß nicht warum. Ich glaube, der hat noch keinen Ball geblockt in dieser Saison. Warte, ich schaue, ob es wirklich so ist. Doch einen. Klaus, einen hat er geblockt. Und jetzt da versucht er irgendwie von der Freiwurflinie abspringend jemanden zu blocken beim Dreier. Und dann natürlich ganz unglücklich in die reingeflogen und jetzt zwei Freiwürfe. Aber Amino lässt auch den ersten liegen. Den zweiten macht er aber. Und jetzt sind es 18 Sekunden. Karlsruhe wird ausspielen. Erstmal müssen den Ball ins Feld bekommen. Das haben sie jetzt geschafft. Ja, viel Arbeit in der Viertelpause. Die Mannschaft richtig einzustellen, um den Rückstand zu reduzieren. Oh. Und das war Fuß von Yama, ganz klar. Nicht gepfiffen. Und jetzt Ross. Auch der fällt nicht. Ja, tja. Karlsruhe mit einer unterirdischen Feldwurfquote. 4 aus 19. Das sind 21% für die, die nicht so schnell im Kopf rechnen können. Also, Klaus. Da muss schnell was besser werden. Deutlich besser werden. Alles eigentlich. Also sowohl Defense als auch die Offense. Vor allem müssen mal ein paar Würfe fallen, aber sie hatten keinen einzigen Freiwurf im ersten Viertel. Keinen einzigen, die Karlsruhe. Wie sieht es denn bei den Rebounds aus? Rebounds, Duell 11:12, das ist ganz ausgeglichen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Karlsruhe viel mehr verworfen hat. Das heißt, eigentlich ist diese Rebound-Statistik eigentlich recht hoch anzusehen. Dann natürlich mehr Defensiv-Rebounds als Offensiv-Rebounds gegriffen werden und Karlsruhe viel mehr verworfen hat. Aber die Offensive, die läuft noch überhaupt nicht. 0-3er. Und naja, jetzt müssen wir mal schauen, was Ivan Rudisch jetzt hier für eine Ansprache hält. Er ist ja vor allem jemand, der in der Kabine sehr emotional wird. Wenn man da in der Europahalle so in der Nähe der Kabine in der Halbzeit läuft, dann hört man ihn schreien. Und man weiß auch nicht, wie es steht eigentlich. Also ob es jetzt plus 20, minus 20 ist. Sehr emotionaler Trainer der Kabine, aber es scheint er geholfen zu haben in den letzten 7 Spielen. Keine Niederlage. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt, aber momentan sieht es nicht danach aus. Es sind noch 3 Viertel zu spielen, da kann noch viel passieren. Aber beim Stand von 8:20 aus Lions-Sicht muss sich jetzt schnell was ändern. Ja, Lando Parker kommt zurück. Ja, ja, der Spieler mit den zweitmeisten Punkten bei Karlsruhe, 14,6. Macht auch 7 Rebounds im Spiel, eine ganz wichtige Stütze im Karlsruher Spiel. Von 7 Fouls auf Lions-Seite gegenüber 2 Fouls auf Hagener-Seite. Auch das spricht eine deutliche Sprache. Selbst die Hagener sind mit Fouls nicht zu stoppen. Und selber mussten die Hagener noch nicht so viel faulen, weil einfach zu viel Sand im Getriebe der Offensivbemühungen der Karlsruhe ist. So, die Hagener jetzt im Angriff. Weil ganz allein Rollersbacher. Und Bamba, den nimmt er natürlich und den trifft er natürlich. 46% seine Dreierquote und ja, ich glaube, seitdem er überhaupt Profi-Basketball spielt, ist seine Dreierquote immer über 45% gefühlt oder auf jeden Fall über 40%. Also
Somit hat er seine Brötchen verdient und den darf man natürlich auf keinen Fall so frei stehen lassen. Tate jetzt hier gegen Baumann, geht zum Korb und auf der schwachen rechten Hand macht ihn nicht rein. Und das ist natürlich auch ein Korb, den du eigentlich machen musst als Profi. Auch wenn es seine schwache Hand ist, aber jetzt Amino auf der anderen Seite schon, findet wieder Baumann schön in beim Korb. Und Ross hat da die Hände dazwischen. Das war jetzt eigentlich auch faul. Ja, und er kriegt das auch gepfiffen. Baumann, aber natürlich... Ja, es hat jetzt aber lang gedauert, bis dann Pfiff kam. Auch vorne bei Tate. In der Offense sah mir das auch ein bisschen nach faul aus, aber gut. Kann auch hier ein bisschen täuschen, von oben oder am Dach. Es gab jetzt auch eben eine Verwarnung. Eines technischen Fouls, aber ich weiß nicht gegen wen. Schließlich, da ging ja eben zu Ivan Rodisch, hat gemeint, beim nächsten Mal gibt es einen Tee. Ich weiß nicht, ob es gegen einen der Spieler oder gegen ihn selbst gerichtet war. Und Johnson wird da gedoppelt und verliert den Ball. Und fault dann von hinten, um den Fastback zu unterbinden. Ja, ich glaube, das war auch das, was, was Hagen damit bezweckt hat, diese Zonenpresse zu starten. Die wollen halt genau den Ball in dieses, in die Ecke der Mittellinie, aber im Vorfeld von Karlsruhe bekommen und dort doppeln, weil dort ist es ganz schwer, du darfst nicht nach hinten passen, musst nach vorne passen, aber da sind natürlich jetzt zwei im Weg und hinter dir ist die Auslinie. Das ist so ein Spot, wo ein Doppel ganz, ganz effektiv gespielt werden kann. Jetzt Amino aber schon, Karlsruhe auch mit einer Zone. Und Turnover. Die Schauen scheint auch erstmal gefruchtet zu haben, aber ich glaube, die muss noch viel, viel mehr funktionieren als einmal, denn es sind schon 15 Punkte. Es wird wirklich Zeit, dass wir offensiv mal was tun. Parker. Schön auf Tate. Und den macht er wieder nicht. Und jetzt ist er aber endlich mal drin. Ja, also Klaus, wenn du aus 30 cm Entfernung jedes Mal drei Versuche brauchst, bis er drin ist, kann das so nichts werden. Aber wir wollen jetzt nicht so die ganze Zeit nur das schlecht reden, sondern auch ein bisschen auf das Spiel uns konzentrieren. Und das war auf jeden Fall gut, die Verteidigung. Oder es war einfach ein schlechter Pass von Lodders. Kann man, glaube ich, so oder so sehen. Ich glaube eher das Letztere. Ja, was noch ganz wichtig ist, ich meine, das waren andere Vorzeichen, aber das Hinspiel hatten wir in Hagen gewonnen, die Lions. Und die Hagener brennen natürlich jetzt auf Revanche, aber sind natürlich auch inzwischen ganz andere Vorzeichen. Beide Trainer gewechselt und auch die Mannschaft nochmal verändert. Auf Lions-Seite zumindest. Auf Hagener Seite auch. Mit Karl Onaembo. Und jetzt Ross zum Korb. Hochlegt hoch ab auf Tate. Der kann den Offensiv-Rebound holen. Und die Punkte einnetzen. Ist das jetzt die Aufholjagd angefangen? Schön wär's. Beide Teams jetzt wieder auf Mann umgestellt. Und Davis mit einem starken Dreier. Aber das war auch schlecht verteidigt von Ross da. Beim Freimachen von Davis hat er versucht abzukürzen und das hat natürlich Davis sofort gesehen, hat sich in die Ecke abgerollt und den freien Dreier gehabt. Also schlechte Verteidigung in dem Fall von Ross. Tate jetzt mit einem weiten Jumper für ihn. Der ist nicht drin und Hagen hat jetzt hier einen 2 gegen 2. Lauders verliert aber den Ball gegen Beck, der da schnelle Hände hat. Und jetzt die einfachen 2 Punkte macht. Sehr schöne Verteidigung von Beck und gut abgestimmt von Tate, der da Beck den Fastbreak Layup ermöglicht hat. Groß sucht eine Anspielstation, aber irgendwie waren seine Mitspieler da nicht auf einer Karte mit ihm. Und Groß jetzt hier mit einem Dreier einfach mit Brett. Mit Brett, ja. Den muss man erst ankündigen normal. Ja, sonst gibt es einen Kasten im nächsten Training. Zumindest in der Kreisliga, ich glaube nicht in der Pro A. Aber da geht es schon weiter. Immer wenn man ein bisschen abschweifen will, kommen die Dreier von Karlsruhe, aber die sind einfach nicht drin. Also von daher. Ich glaube, wir haben noch keinen Dreier getroffen heute, oder? Nee, immer noch nicht. Und Davis jetzt im 1 gegen 1 gegen Parker, der ihn einfach stehen lässt und dann den Ball nicht zu Lodders bekommt, der eigentlich frei war, aber zu ungenau der Pass. Und Parker geht wieder raus. Sah auch in der Verteidigung eben nicht gut aus. Und Karl Onaembo kommt wieder für Caron Ross, der auch diesmal die Wende nicht bringen konnte wie im letzten Spiel. Immer noch 15 Rückstand. Ja, und diese 15 Punkte Rückstand, die ziehen sich jetzt hinfort. Je länger das andauert, desto schwieriger wird es natürlich. Kostet ja auch Kraft, so eine Aufholjagd. Weiter Dreier von Fillmore Beck und der ist drin. Ja, und das war so ein bisschen aus der Not gedrungen. Er hat keine Ahnung gehabt, wohin er passen soll. Er hat gesagt, dann werfe ich halt. Und das auch mit Verteidigung im Gesicht, aber
Wer trifft, hat recht, Klaus. 1 aus 8 jetzt für Karlsruhe. Mal schauen, ob sie jetzt das Händchen finden. Davis mit dem Foul. Und das war Cyrus Tate mit dem Foul, ja. Ungeschickt. Und so wird es natürlich schwer mit der Aufholjagd. Wenn Hagen auf der anderen Seite alles trifft und dann noch mit Foul. Ganz schwieriger Wurf. Und heute scheinen sie vor allem aus der Mitteldistanz ihr Glück zu finden, die Hagener, was ja normalerweise, zumindest statistisch gesehen, der uneffektivste Wurf ist. Weil er auf einer Seite natürlich so weit weg ist und auf der anderen Seite oft zu keinem Offensiv-Rebound führt. Und natürlich dann trotzdem nur 2 Punkte gibt. Ne? Ja, das heißt nicht so. Ja, und den Freiwurf macht er auch. Christopher Layden Fullwood Davis, wie er mit vollem Namen heißt. Wir beschränken uns aber, glaube ich, während des Spiels auf Davis. Er wird es uns nachsehen, wenn wir seinen Namen nicht immer ganz aussprechen. Ja, auf seinem Trikot steht ja auch nur Davis. Ich glaube, da sind wir im grünen Bereich. Beck jetzt mit dem Stepback Dreier, 2 von 2. Nein, der war zu lang. Da war jetzt Foul von Dominik Spohr. Der hat Maurice Pluskota da beim Angeln des Balls gehindert. Aber das ist erst das vierte Foul auf Hagener Seite und noch niemand hat 2. Auf Karlsruher Seite sieht das schon anders aus. Una Embo mit 2 und Cyrus Tate mit 2. Bringt den Ball nicht rein, doch jetzt hat Pluskota, der hat es mit Dominik Spohr zu tun und macht die Punkte immer noch nicht. Och, und jetzt beim zweiten Nachfassen von Tate. Jetzt glaube ich nimmt Hagen Auszeit. Ja, Chris Harris zeigt an, er hätte gerne Timeout. Der ehemalige Hagener Spieler, Kanadier, ging auf die University of Calgary. Dann viele Stationen in Deutschland gehabt, unter anderem auch 2-mal Hagen. Und der kam jetzt im November aus Bremerhaven, aus der ersten Bundesliga, wurde verpflichtet von den Hagener als Cheftrainer. Und er hat wirklich genauso wie Ivan Rudisch, den wir jetzt im Bild sehen, die Wende eingeleitet bei seinem Verein. Ja, Ivan Rudisch versucht seine Mannschaft jetzt nochmal einzustimmen, dass die Defense besser sein muss. Weil ich glaube, dieses Spiel kannst du jetzt aktuell nur drehen, wenn du die Defense erhöhst. Weil es darf nicht sein, dass Hagen einfach zu so freien Würfen kommt, beziehungsweise so einfache Spielzüge unterm Korb hier vollführt. Ja, generell mehr Einsatz fehlt einfach auch. Aber in den letzten Minuten ging es eigentlich ganz weit, ging es eigentlich nach oben. Ich meine, Cyrus Tate allein schon 3 Offensiv-Rebounds geholt heute. Ich glaube, wir haben sogar fast mehr Offensiv-Rebounds als Defensiv-Rebounds. Johnson auch mit 2, Parker mit 1, Yama mit 1. Also offensiv, was die Offensiv über uns angeht, läuft es auf jeden Fall. Jetzt muss defensiv natürlich auch noch ein bisschen mehr gearbeitet werden, aber es ist natürlich auch ganz schwer, da den zweitbesten Scorer der Liga, den achtbesten Scorer der Liga und den zweitbesten Rebounder der Liga, so rum, Alex Herrera da vom Scoren abzuhalten. Er ja auch in seiner zweiten Saison für Hagen konnte gehalten werden. Grof sucht eine Anspielstation. Jetzt mit Davis gefunden. Raus auf Spohr. 4 Sekunden auf der Uhr, geht zum Korb. 1 gegen 1 gegen Pluskota und er fällt mit der linken Hand über ihn drüber. Starke Aktion da von Dominik Spohr. Das haben sie vermisst, die 14 Punkte auf Hagen, die er im Schnitt macht. Und das war ganz schlau eben von Lacey, hat das Foul gezogen gegen Lodders. Hat er den Ball gefangen, hat gesehen, dass Lodders spekuliert hat und hat so den Kontakt gesucht, so ein bisschen auf James Harden hat er da gemacht, der natürlich auch so ein bisschen auf Foul-Hunting geht, was natürlich auch von vielen nicht so gern gesehen ist, weil sie dann doch als Fans das Spiel sehen wollen, aber auf jeden Fall schlau gemacht von Lacey. Jetzt mit dem Stepback. Das ist, glaube ich, sein 6. Punkt, oder sein 5. und 6. Punkt, oder? Ne, 3 und 4 erst. 3 und 4, ja, also er ist auch noch ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten zurück. Oh, ganz easy. Und Spohr holt den Offensiv-Rebound auch noch. Und jetzt ganz freier 3 von Davis, der wahrscheinlich drin ist, so ist es. Also, das ist überhaupt keine Defense. Das kann man wirklich so nennen, die Defense von den Karlsruhern ist nicht existent. Da geht einfach jeder Spieler wie an einer Slalomstange vorbei. Und dann natürlich auch somit werden die Räume frei auf den Dreiern.
Und die finden sie natürlich auch exzellent, die Hagener, muss man ihn auch lassen. Also ich glaube, da wird es jetzt nicht Auszeit bei der Lions-Seite und ich glaube, die Auszeit ist bitter nötig, um jetzt zumindest bis zur Halbzeit noch zu versuchen, den Rückstand einstellig zu machen. Ich meine, offensiv läuft es jetzt. In diesem Viertel haben sie 6 aus 13 geworfen aus dem Feld. Das ist okay, aber defensiv ist natürlich noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Hagen natürlich auch mit einer super Trefferquote, 6 aus 9 Dreiern, aber die waren halt auch alle ganz frei. Und wenn du halt einen Jeremy Dunbar da freilässt, wenn du da einen Davis freilässt, die hauen dir die Dinger um die Ohren. Und so sieht's auch bis jetzt aus. Chris Davis, der Topscorer der Hagener, 12 Punkte macht er heute, hat er heute schon gemacht und im Schnitt macht er sonst 14,5, also hat fast schon in der ersten Halbzeit seinen Punkteschnitt erreicht und vielleicht wird er ihn noch erreichen. Bis jetzt perfekte 4 aus 4 aus dem Feld, Dunbar auch er schon mit 5 Punkten und Jonas Kroof mit 6, auch er perfekt aus dem Feld, 2 aus 2 Dreiern. Ja, und das Karlsruher Publikum ist aus den letzten Spielen natürlich ein Stück weit verwöhnt und die sind auch ein bisschen geschockt, habe ich das Gefühl gerade, ob der Vorstellung ihrer Mannschaft. So, Tate nimmt den Einwurf entgegen, jetzt hat Lacey den Ball. Hagen weiterhin bei so einer Zone und diesmal geht Lacey zum Korb und macht die Punkte, will jetzt hier ein bisschen Verantwortung übernehmen, was auch nötig ist vom Topscorer der Lions. Aber jetzt, das ist wichtig, dass die Defensive stimmt. Ruf. Spor und geht schon wieder an Pluskota vorbei, als wäre es nichts, aber kann diesmal nicht scoren. Und dann ein Blocking-Foul und technisches Foul gegen Ivan Rudeš, der sich immer noch nicht einkriegt. Er wird da keinen Foul an Pluskota gesehen haben. Pluskota hat auch mit den Achseln gezuckt. Aber das ist einfach, was man auch einfach sagen muss, Klaus, da musst du vorher besser verteidigen. Also, ob es jetzt am Ende Foul war oder nicht, ich finde, man kann da eine bessere Verteidigung auf jeden Fall erwarten. Und Dominik Spohr geht da einfach mit einem Dribbling vorbei, als wäre es nichts. Und jetzt gibt es 2 Freiwürfe, erstmal für das Foul und dann noch einen für das Technische und Ballbesitz für Hagen. Also denkbar ungünstig gelaufen gerade. Definitiv. Ja, was will man in so einer Situation jetzt machen? Du kannst nur mehr Leidenschaft reinringen und die Defense muss natürlich jetzt stehen. Irgendwie muss die Defense einfach jetzt wach werden. Tiamo Pluskota hat, glaube ich, sein 2. Foul bekommen jetzt, oder? Ja, es gibt doch keinen Ballbesitz, ist ja Regeländerung, Klaus. Ja. Ja, es werden so oft die Regeln geändert, ich weiß gar nicht mehr, wie man sich auf was einstellen kann. Und dann sieht man erst so quasi, wenn es passiert, wie jetzt gerade die aktuelle Regel ist. Also technisches Foul gibt keinen Ballbesitz mehr, so wie in der NBA. Geht einfach weiter. So, er macht 3 Punkte. Und somit haben wir jetzt inzwischen die höchste Führung mit 17 Punkten. Für Hagen. Ja, Lacey lässt da Lotters stehen. Jetzt schön rausgepasst. Johnson, kann er ihn machen? Auch der ist nicht drin. Aber Lacey, gute Ballbeherrschung da. Kriegt den Offensivrebound noch, nachdem ihn Tate da rausgetippt hat. Embo. Und das war jetzt Fuß von Jonas Grof. Joel Amino kommt zurück für Davis. Ja, der natürlich ein starkes Spiel macht, wie schon angesprochen. Topscorer des Spiels mit 12 Punkten bis jetzt. Man muss auch sagen, Hagen hat eine super Bank. Jeder, der da kommt, kann sofort etwas machen. Und jetzt Embo mit dem leiten Dreier. Ah, der ist drin. Ist der mal drin. Und das war ganz schwierig. Über die Verteidigung da drüber geworfen. Groß. Hagen natürlich gerade mit einer ganz großen Line-Up. Vera jetzt
Offensiv vorgepfiffen. Johnson hat es da gut angenommen. Ja, Joel Hamino bei den Hagen und jetzt gerade der kleinste Spieler auf dem Feld mit 1,93. Und jetzt kommt Baumann für Herrera, der sein zweites Foul sich abgeholt hat und vielleicht deswegen geschont wird, damit er sich nicht nur das dritte vor der Halbzeit abholt, weil der wird auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit, wenn Karlsruhe hier denn nochmal zurückkommen sollte, auf jeden Fall gebraucht. Ja, unterm Korb auf Karlsruher Seite plus Kota noch ohne Punkt, glaube ich. Ja. Lacy! Dreier und sofort die Auszeit von Harris. Das war ein Ding. Jetzt scheint so langsam der Dreier zu fallen bei Karlsruhe. Jetzt schon Dreier Nummer 4 auf Karlsruher Seite. Ne, 3, ne? Na doch. War es der dritte Dreier. Aber egal. 3 aus 12 jetzt. Sie scheinen langsam das Händchen zu finden von draußen. Und jetzt gilt es an Hagen, da vielleicht wieder was umzustellen. Wobei sie aber natürlich sich noch nicht wirklich direkt bedroht fühlen müssen. 11 Punkte sind es ja noch. Ja, aber wie gesagt, wenn die Karlsruher Spieler, das Team, es schafft, den Rückstand in den einstelligen Bereich zu bekommen vor der Halbzeitpause, dann denke ich, wird eine weitere Ansprache in der Halbzeitpause durch Coach Ivan Rudisch hoffentlich Wirkung zeigen. Aber er kann ja jetzt schon was tun, nachdem Hagen die Auszeit genommen hat. Ja, die Spiele, die wir hier in der Europahalle gesehen haben in der letzten Zeit, die waren schon auch ziemlich eng am Anfang und dann erst im letzten Viertel haben sie sich so ein bisschen rauskristallisiert, ne? Ja, außer gegen Schalke jetzt, aber sonst wirklich hat man eigentlich immer eine recht spannende Partie bekommen hier in Karlsruhe, auch wenn es natürlich noch spannender geht wie auf Hagener Seite, die oft Spiele mit ein, zwei Punkten gewinnen oder eben auch verlieren wie gegen Ehingen letzte Woche. Dort hat er das Spiel verloren. Und Lacy, der kämpft jetzt wie ein Löwe, wie ein richtiger Löwe. Deswegen heißen sie wahrscheinlich auch Lions, ne? Ja, also ich glaube jetzt nicht wegen der Aktion, aber natürlich gut, wenn das Maskottchen oder auch der Teamname dann sich im Einsatz widerspiegelt. Und da hat natürlich Karlsruhe ein sehr gutes Tier gewählt. Und jetzt kann Aminu den Ball nicht festhalten, den Grof ihm zuspielt. Und der nächste Turnover auf Hagener Seite eröffnet den Karlsruhern die Möglichkeit, jetzt den Rückstand einstellig zu gestalten. Dazu müssen sie aber die Offensive, die jetzt durch Karl Onaembo angeführt wird, erfolgreich bestreiten. So, Lacy, der hat jetzt so ein bisschen Blut geleckt. Und Yama für 3. Und der passt! So, da waren es nur noch 8 Rückstand. Jetzt wird es wieder ein enges Spiel, so langsam. Und Embo verteidigt meiner Meinung nach eigentlich gut, aber halt ein bisschen aggressiv. Kriegt aber das Foul, kleine Linie heute von den Schiedsrichtern. Und jetzt müssen sie aufpassen. Hagen ist übrigens im Bereich schon angekommen, im Teamfoul-Bereich. Und Karlsruhe jetzt auch, jetzt haben sie 4. Ja, und Onaembo jetzt mit seinem dritten Foul, ne? Ja, Onaembo. Oh, tolles Zuspiel und ein Korb auf Grof. Und, ein Schiedsrichter hat offensiv voll gepfiffen, der andere hat defensiv voll gepfiffen. Jetzt bin ich gespannt, jetzt bereden sie sich. Unterm Korb der Schiedsrichter hat defensiv voll gepfiffen. Und es wird offensiv voll gepfiffen, haben sich kurz beredet und entschieden. Ja, da hat ein tolles Anspiel von, ich glaube, Aminu war es auf Grof. Aber Aminu konnte sich nicht mehr bremsen und ist dann in den Gegenspieler der Lions reingeknallt. Und das wurde als Offensivfall jetzt gewertet, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, Aminu hat es bekommen. Und jetzt Onaembo wird da gedoppelt, aber findet Johnson. Und wenn aus dem Doppel meistens irgendwie die Anspielstation gefunden wird, dann ist es gut für die Offensivmannschaft. Aber können sie jetzt gerade nicht wirklich direkt ausnutzen. Aber jetzt gleich Tate gegen Spohr unterm Korb. Gegen zwei, keine gute Wurfauswahl. Gegen Baumann und gegen Spohr da versucht zu scoren. Das wird schwer, selbst als Cyrus Tate. Grof und ganz schlechter Pass, aber sie bleiben nochmal im Ballbesitz. 8 Sekunden auf der Uhr.
Jetzt wird es Zeit so langsam für die Hagener und Aminu raus auf Grof. Und da haben sie den, durch Baumann den Offensivrebound wieder durch den Tipp raus geangelt und kriegen eine neue Chance. Tolle Verteidigung von Yama. Aminu für drei. Musste ihn nehmen, hat er auch da die 24 Sekunden oder die 9:14 waren auch schon wieder fast abgelaufen. Und jetzt kann Karlsruhe sogar noch weiter verkürzen. Haben wir jetzt, glaube ich, drei Dreier in Folge getroffen. Und Lacey will da Cyrus Tate am Screen haben. Raus auf Johnson. Für drei! Und drin. Jetzt haben wir das gute, enge Spiel. 35:40. Und noch 7 Sekunden für den Angriff der Hagener. Den muss man jetzt nochmal stoppen, um das Erfolgserlebnis mitzunehmen. Und das gelingt. Und ich glaube, einen besseren Ausgang der ersten Halbzeit hätte sich niemand hier in der Europahalle wünschen können. Und Hagen natürlich genau das Umgekehrte. Ja, wir geben jetzt ab in die Halbzeitpause und in die Werbung beim Stand von 35:40 für die PSK Lions gegen Phoenix Hagen. Und melden uns dann pünktlich zum Start des dritten Viertels wieder. Bis dann. Ja, die Karlsruhe, die Lions haben in den letzten 3 Minuten 4 Dreier versenkt, was dazu geführt hat, dass eben das Spiel wieder so knapp wurde. Und deswegen werden wir jetzt mal schauen, was die Hagener sich einfallen lassen haben, um diesen Rhythmus, diesen Lauf, der jetzt zwar durch die Halbzeit unterbrochen wurde, der PSK Lions, wieder weiterhin zu stoppen. So, Nico, du bist wieder da, freut mich. Wieder außer Atem oder geht's? Nee, wir hatten ja Zeit dieses Mal. Naja, du bist ja ein Profi gewesen als Basketballer und bist sicherlich noch gut in Shape. Nee, überhaupt nicht. Ich denke, meine Mutter wird gerade lachen und sagen, ja, der braucht immer ein Sauerstoffzelt. Also ich bin überhaupt nicht in Form, aber heute waren wir echt gut in der Zeit, haben wir früh angefangen. Normalerweise bin ich ja irgendwie dann erst in den letzten 30 Sekunden da machen und muss dann hier hochsprinten, um wieder pünktlich da zu sein. Aber jetzt bin ich gemütlich hochgegangen und hat alles gut geklappt. Ja, und man hatte dich jetzt auch besser gehört als am Anfang, als wir unsere Anmoderation gemacht haben. Dafür wollen wir uns auch gern nochmal entschuldigen. Da hat es nicht so richtig funktioniert. Wir hatten auch ein bisschen technische Probleme. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das jetzt alles besser und rund läuft. Also nochmals Entschuldigung dafür. Und ich hoffe, dass wir gut zu hören sind und gut zu sehen sind. Ja, wir haben das in der Halbzeit mitbekommen. Jetzt fehlt aber gerade noch die Spielanstandsanzeige. Da ist sie wieder. Unser Provisorium, ja, heute irgendwie scheint nicht so wirklich zu laufen. Erst mit der Lautstärke der Kommentatoren und des Hallensprechers nicht. Und auch mit der Spielstandanzeige. Und dann sind wir generell gerade sehr kurz bemannt. Aber das ist jetzt auch egal, weil sie da zu Hause wollen natürlich Basketball sehen. Und das sehen sie jetzt auch. Und Karlsruhe ist auf 3 dran plus Kota eben mit dem Layup. Waren seine ersten Punkte, glaube ich. Herrera
trifft nicht, Lodders auch nicht und Karlsruhe kommt hier mit ganz viel Schwung, ganz schnell hier von Ona Embo, der jetzt nochmal kurz das Tempo rausnimmt. Wollen jetzt hier nichts überstürzen, natürlich auch gut. Lacey mit links zum Korb, aber jetzt raus auf Parker, ganz frei Embo, den macht er nochmal. Und den macht er! Ja, Ausgleich! Und es ist das spannende Spiel, wie versprochen, vor dem Spiel. Also natürlich viele Punkte heute, jetzt schon 40-40. Und jetzt Lacey mit dem Foul im Poster gegen Lodders. Sein zweites, erstes Teamfoul der Karlsruhe. Ja, wir denken dran, natürlich Ihnen die Teamfouls mitzusagen. Die 24 sehen Sie oben links im Würfel. Vielleicht können Sie da dann immer mal wieder hinschauen. Aber natürlich, wenn es dann knapp wird mit der Zeit, werden wir auch was sagen. Und Grof jetzt mit einem sehr schönen Einwurf-Play von Hagen. Also wirklich sehr schön, haben sie natürlich einstudiert. Haben da Karlsruhe ganz alt aussehen lassen. So die einfachen zwei Punkte. Das ist natürlich sehr befriedigend für den Coach. So, Pluskota will jetzt auch ein bisschen mehr zeigen, aber das geht daneben. Jetzt sind die Hagener wieder im Vorwärtsgang. Jonas Grof. Und jetzt ganz frei draußen für drei und den macht er. Jetzt ist der alte Abstand wieder hergestellt. So schnell geht's. Ja, da war bestimmt eine Kommunikationsschwierigkeit eben gewesen, weil so frei darf er natürlich da nicht stehen. War nicht mal ein Block oder irgendwas da im Spiel gewesen. Ich glaube, da war einfach irgendwie irgendjemand geschlafen und war nicht bei seinem Mann oder zwei bei einem. Embo, Stepback, Dreier, keine Antworten, nein. Aber Pluskota mit dem Offensivrebound gegen Herrera. Und er verkürzt fürs erste Mal wieder auf drei Punkte. So wollen wir das sehen. Enges Spiel, spannendes Spiel mit guten Aktionen. Ja, und da geht hin und her. Beide Teams auch wie in der Starting Five haben sie auch wieder die zweite Halbzeit angefangen. Mollersbacher passt auf Herrera. Ganz easy Layup. Ja, der stand aber ein bisschen lange in der Zone, aber das wird so oft nicht mehr gepfiffen. 3 Sekunden. Und das jetzt Foul von Davis. Da hat aber lang drum betteln müssen, dass der Schiedsrichter. Er hat schon den Arm gehoben und der Schiedsrichter hat immer noch nicht gepfiffen. Ja, war schwer für ihn zu sehen, den Schiedsrichter aus der Perspektive. Er hatte da eingehakt, aber auf der anderen Seite, also schlechter Blickwinkel da. Aber es wurde ja gepfiffen. Und jetzt Parker hat natürlich riesengroßen Vorteil gegen Hollersbacher und holt sich da nochmal den Ball von Ona Embo. Da wird nicht gedoppelt. Nur so kurz gezeigt, aber Parker heute irgendwie ein bisschen gebrauchten Tag, aber Pluskota setzt da schön nach. Sah eigentlich auch aus, wie wenn da ein Foul dabei wäre. Und Lacey? Oh, fast klaut er den Ball und Grof hat keine Chance gegen Johnson, der ihm dann den Weg zumacht. Jetzt geht es schon wieder in die andere Richtung. Ja, macht das Spiel. Dreier für Johnson. Nee. Viel zu weit. Ja, mir gefällt das. Es geht schnell hin und her. Die Verteidigung hat keine Zeit, sich da wirklich zu akklimatisieren in der eigenen Hälfte, sondern muss sofort da sein. Also bis jetzt verspricht das Spiel wirklich Spannung bis zum Schluss. Und jetzt wird es Zeit so langsam und das macht er ganz easy. Davis ganz easy. Punkte 13, 14, macht da weiter, wo er in der ersten Halbzeit angefangen hat mit Punkten. Ja, schöner Zug zum Korb. Und lässt sich da nicht beirren, dass er vom Größeren verteidigt wird. Macht so ein Unterhand-Layup. Und jetzt Pluskota, dachte ich, der Wächter macht jetzt langsam auf. Ja, dieser Unterhand-Layup von Davis, eben wie er da schön gegen Pluskota zum Kopf gezogen ist, das sieht so einfach aus, aber das ist ganz schwierig und braucht ganz viel Gefühl, weil oftmals geht es da zu stark. Und jetzt Parker mit dem Steal. Sucht er das 1 gegen 1 gegen Hollersbacher? Ja, aber der fault natürlich, kluges Foul von ihm. Noch keine Teamfouls und auch er mit seinem zweiten Foul erst, jetzt auch das zweite Teamfoul von Hagen, also gutes Foul in dem Fall vom 18-Jährigen. Macht ein gutes Spiel bisher. Ja, auf jeden Fall ist präsent da, nur irgendwie die Punkte, die wollen noch nicht so fallen. Nur das 3 immer noch aus dem Feld. Ja, in Hagen, die altehrwürdige Ischelandhalle. Toller Pass von Lacey, aber den kann er nicht verwerten. Maurice Pluskota, da war die Verteidigung der Hagener wach. Wieder Foul, diesmal von Lodders. Das ist jetzt das dritte Teamfoul auf Hagener Seite. Ja, ich wollte nur sagen, die altehrwürdige Ischelandhalle in Hagen, da war ich früher auch als oft. Und die Hagener, glaube ich, die wollen auch gerne mal wieder aufsteigen in die erste Liga. Wäre ihnen auch zu gönnen.
weil ein toller Standort da, macht Spaß dort auch Spiele zu gucken, tolle Atmosphäre. So, Lacey auf Embo und der einen weiten Dreier, aber muss daneben, weil die Zeit abgelaufen war. Und jetzt ein Foul beim Rebound, geht's gegen Hagen oder gegen Karlsruhe? Ja, es geht gegen Hagen. Das war Davis, glaube ich. Ja, Davis, sein drittes Foul. Nein, der zweite. Aber jetzt inzwischen das vierte Team-Foul und noch 5,5 Minuten zu spielen im dritten Viertel. Also beim nächsten Foul, das die Hagener begehen, ist im Regelfall ganz schlechtes Anspiel. Und jetzt geht's schnell und Lodders dankt den. Jawohl. Das war ein ganz schlechter Einwurf. Ja, direkt in die Hände gepasst. Ohne Embo da. Und jetzt sind es dann doch wieder 7 Punkte Vorsprung für Hagen. Lacey jetzt geht da schön an Lodders vorbei, sieht Ona Embo, der sieht Johnson, der hat noch nicht sein Glück gefunden hat, aber jetzt kommt er. Verkürzt auf 4. Endlich jetzt mal ein Dreier von Dominic Johnson. Sein erster heute. Nee, gar nicht. Nee, der zweite. Ja, der zweite schon. Und unsportliches Foul auf der anderen Seite. Und die Fans, die können das gar nicht, die sehen das gar nicht gern. Dominic Johnson kriegt. Ist da im Armgang von, ich glaube, Alex Herrera. Ja, es ist also selten ein Spiel. Jonas Grof kriegt jetzt eine Pause. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe, Nico. Und Lodders auch. Dafür zurück Aminu und wieder Dunbar, der Scharfschütze. Ja, Dunbar spielt nicht viel die Saison, aber wenn er spielt, ist er sehr effektiv. Spielt in dieser Saison, hat auch schon 22 Minuten, aber ich glaube, heute wird er die nicht ganz erreichen, oder? Bis heute erst, ja, 4 Minuten bis heute erst. Aber trotzdem war sehr effektiv, hat dort 5 Punkte eingestreut in diesen 4 Minuten. Also bis jetzt macht mir das Spiel richtig Spaß hier. Weil es ist wirklich zwei Teams, die wirklich mit Leidenschaft Basketball spielen. Ja, also man merkt auch, dass die Mannschaft der Stunde sind, die Mannschaften der Stunde sind. Wirklich hart umkämpft hier. Und jetzt wird es Zeit und Dunbar guckt auf die Uhr und schießt den Dreier. Aber er trifft nicht. Und jetzt war wieder ein Foul im Spiel. Und diesmal geht es, glaube ich, gegen Karlsruhe beim Rebound. Ja, Rolonyama kriegt's. Und das ist das dritte Teamfoul von den Lions. Und Yamas erstes, oder? Zweites schon. So, jetzt kommt Spohr wieder zurück. Für Hollersbacher. Ja, aber Hollersbacher schon da mit kommt 15 Erfahrung, Minuten. Erfahrung gegen Jugend. 15 Minuten schon für Hollersbacher heute. Mehr als er sonst spielt. Und wieder so ein Einwurf, der direkt zum Korbleger führt. Also irgendwie, entweder ist der Hagen richtig gut beim Einwurf oder Karlsruhe kriegt er einfach das nicht verteidigt. Also jetzt müssen die Karlsruher aufpassen, dass die Hagener nicht weiter wegziehen, weil wir sind jetzt schon im dritten Viertel und nochmal so einen Rückstand aufholen wird nicht so einfach. Und Karen Ross für 2. Er hat mich erhört. Ja, während Grof auf der Bank sitzt, macht Davis den Spielaufbau. Dunbar jetzt gegen den ganz kleinen Kieron Ross. Und da ein Turnover. Da versucht Dunbar noch Kieron Ross den Ball ans Bein zu spielen, damit er ins Aus geht. Weil er an der Grundlinie nicht vorbeikam, aber er stand scheinbar schon mit dem Fuß im Aus. Ja, Hagen auf jeden Fall jetzt wieder konstant hier mit einer 3-2-Zone. Ja. Ja, Ross da gegen den ganz großen Spor. Und der Dreier sitzt. Und Johnson, der freut sich richtig. Und gegen Dunbar noch ein bisschen Trash-Talk. Da muss er aufpassen, dass es nicht Taunting-technisches Foul gibt. Das gibt es nämlich auch. Und jetzt das Foul von Johnson. Und ja, das ist das überhitzte Gemüt, Klaus. Ja. Da trifft ein Dreier ins Gesicht von Dunbar und hat sich da, glaube ich, viel zu arg provozieren lassen. Und jetzt mit dem übermütigen Foul hat er da eben ein paar Worte zu sagen gegen Dunbar. Tja, und das ist auch sein drittes Foul. Auf Karlsruher Seite inzwischen
Karl Onaembo mit 3 Fouls und Johnson mit 3 Fouls. Und beide Teams sind mit 4 Team-Fouls. Das heißt, beim nächsten Foul sehen wir Freiwürfe, egal welches Team es ist. Spohr, 1 gegen 1 gegen Nyama und das ist kein Foul. Also die Schiedsrichterleistung gefällt mir auf beiden Seiten und überhaupt nicht. Sehr, sehr gute Verteidigung meiner Meinung nach. Und das sage ich ohne PSK-Brille auf. Ich glaube, da kann ich so objektiv sein. Das war eine sehr gute Verteidigung von Nyama. Ich glaube, das hätte er fast nicht besser machen können, aber es geht an die Linie. Ja, Spohr, sicherer Freiwerfer. Den ersten macht er. Ja, 90% die Saison und auch heute. Ja, man sieht auch inzwischen, dass für beide Teams auch für dieses Spiel gilt, da steht einiges auf dem Spiel. Beide Teams aktuell auf den Playoff-Rängen. Was jetzt? Ja, Aminu und Pluskota geraten da ein Stück weit aneinander. Aminu kann sich gar nicht beruhigen. Ja, aber alles wieder gut, glaube ich. Ja, Hagen bleibt bei der Zonenpresse. Sehen da Davis und Aminu, machen die vordere Reihe. Dann Dunbar und Spohr die etwas hinteren. Und den letzten, den abgesunkenen, das ist Alex Herrera, der da Pluskota versucht schon zu verteidigen. 2-3 wow. Zone, Eliop! Was war das für ein geiler Spielzug? Eliop Ross auf Roland Nyama und der lässt krachen. Ja, perfekter Pass von Ross und Nyama mit dem Bilderbuch-Finish. Und jetzt splittet Davis da den Screen. Schön gemacht, findet Spohr draußen. Wunderschön gespielt. Die Antwort. Splittet den Screen da. Ist ganz schwer zu verteidigen gegen einen flinken Aufbauspieler. Und dann findet er mit dem schönen Auge Dominik Spohr draußen. Und der lässt sich nicht zweimal bitten. 40% in die Saison von der Dreierlinie. Nee, 45 sogar. Also der drückt da ganz viele Dreier rein pro Spiel. Und somit bleibt der Abstand noch bei 6. Fillmore Beck kann er antworten. Er kann! Ha. Also ich glaube für die Zuschauer draußen auf Ertengo in der Barmer zweiten Basketball-Bundesliga ist es glaube ich genauso. Ich hoffe, das kommt rüber, die Atmosphäre hier in der Halle. Jetzt langsam wachen auch die Zuschauer auf. Auch die Hagener mitgereisten Fans erleben hier wirklich ein tolles Feuerwerk, Offensivfeuerwerk jetzt. Boah, diesmal zu wild, zu wild, zu schnell geworfen und da war Nyama da mit der Hand im Gesicht, kann er nicht verwerten. Und Ross jetzt auf der anderen Seite, geht über den Screen, findet Johnson, der jetzt gegen Dunbar 1 gegen 1 zum Korb zieht. Und ja, das ist nicht seine Stärke da unten mit der linken Hand. Na, da will er zu viel, das Foul auch, glaube ich. Es bleibt bei den 3 Punkten. Bei Hagener Seite machen sich Grof und Baumann für den Rückwechsel wieder ins Team. Und da ist der... Da ist der Turnover. Ja, Dominik Spohr beklagt sich da, dass da Pluskota wohl Herrera gehalten hat. Aber Herrera sagt nichts. Ich denke mal, das war dann schon so korrekt. Hat vielleicht Spohr falsch gesehen. Und Spohr sagt auch gleich, beruhig dich. Nein, umgekehrt. Herrera zu Spohr, da war nichts. Naja, aber sah natürlich etwas unglücklich aus. Und jetzt hier versuchen hier zu doppeln, haben sie gesehen. Aber Ross kann da frühzeitig auf Nyama passen und so dem Doppel entgehen. Weiterhin die Zone von Hagen. Beck denkt kurz drüber nach, passt aber noch zu Nyama. Offensiv-Foul. Nein, Blocking-Foul. Und Dunbar kann es nicht glauben, warum jetzt kein Offensiv-Foul gepfiffen wird. Für mich hat es jetzt auch ein Stück weit wie ein Offensiv-Foul des Lions-Spielers Nyama ausgesehen. Ja, aber für mich auch, muss ich sagen. Aber ich muss auch sagen, dass der Schiedsrichter schon gepfiffen hat, bevor Dunbar gefallen ist. Also vielleicht war da kurz vorher dann noch das Blocking-Foul und danach dann das Offensiv-Foul. Ich kann es nicht einschätzen, wirklich nicht. Aber interessant. Beide Trainer haben bis jetzt noch keine Auszeit nehmen müssen. Beide Trainer sind scheinbar mit dem Verlauf des Spiels im dritten Viertel einigermaßen zufrieden. Ja, oder Klaus, Sie wissen, dass es wahrscheinlich so knapp bleiben wird und heben sich diese Auszeiten für die letzten Minuten auf, was natürlich dann auch ein Vorteil sein kann, wenn du eine Auszeit mehr hast als der Gegner. Definitiv, ja. So, jetzt ist 2 Punkte Rückstand. Wir hatten schon mal Ausgleich beim 40-40. Dominik Spohr für 3. Ganz frei gelassen da, also haben sie Glück. Und jetzt Aminu versucht da von hinten zu stieren, aber Ross ist zu schnell mit Foul. And one, Karen Ross. Aber Klaus, wo war denn da das Foul? Ich habe es gar nicht gesehen, glaube ich. Also ich habe da irgendwie, also
Aber ich habe auch aus dem Winkel habe ich natürlich einen schlechten Blick gehabt, aber ich habe einfach nur ein Layup gesehen und er ist weggeflogen ohne irgendwelche, ohne irgendeinen Kontakt. Naja, ich weiß auch nicht. Gut, wir sind hier ganz weit oben unterm Hallendach und wir können zwar auf dem Bildschirm was sehen und auch das Live-Bild unten auf dem Hallenboden, aber da sind wir schon relativ weit weg. Manche Sachen sieht man halt vielleicht von hier oben doch nicht so richtig. Ja, und jetzt, Klaus, kann Karlsruhe die erste Führung in diesem Spiel holen mit einem Freiwurf. Wenn Caron Ross trifft. Entschuldigung. Ja, du musst das letzte Spiel musstest du ja alleine moderieren, weil ich leider verhindert war. Aber es macht mir wieder richtig Spaß heute mit dir. Und bei solchen Spielen dann umso mehr. Ja, du, aber die Freude ist ganz aus, meinerseits. Aus dem Staunen kommt man hier gar nicht raus, was da für Action auf dem Spielfeld sich abtut. Dunkings, Alley-Oop-Dunks, Dreier. Ja, und hier wird wirklich gekämpft und jetzt ist auch die Trefferquote da. Also ich meine, Kampf alleine macht den Fan nicht Spaß, sondern wenn die Kampf mit Belohnung quasi, also mit dieser Trefferquote, wenn die auch stimmt, ich glaube, bessere Basketballspiele kann man sich als Fan gar nicht wünschen und dann ist auch noch knapp. Also jetzt ist die Intensität auch so ein Stück weit wie in den Playoff-Spielen, ja. Also wenn man das letzte Jahr gesehen hat, die Playoff-Spiele, da ist die Intensität ja meistens nochmal höher. Da spielt man ja auch dann mehrfach gegen den gleichen Gegner. Und ich glaube, hier die Hagener wollen hier unbedingt den Sieg davon tragen und die Karlsruher wollen natürlich ihre Serie weiter ausbauen. Auf jeden Fall. So, jetzt Ross an der Linie. Noch ein Freiwurf und das ist erst der dritte Freiwurf von Karlsruhe heute im gesamten Spiel. Hagen auf der anderen Seite zu ihrer Information 14 schon. Und Ross, 72% hat er über die Saison getroffen. Er trifft. Und da ist die Führung, Klaus. Drei Viertel sind fast rum und Karlsruhe führt zum ersten Mal. Und das hätte wohl niemand geglaubt, dass es schon so früh ist, nachdem es da 15 Punkte waren im zweiten Viertel, der Rückstand. Ja, Draschen hatte das vorhin gesagt, der Co-Trainer der Lions in der Halbzeitansprache. Oh, ganz stark gemacht von Aminu. Ja, der die Führung wieder zu Hagen bringt. Ja, dass Karlsruhe im Hinspiel auch in Hagen deutlich zurückgelegen ist und sich dann noch zurückgekämpft haben und auch den Sieg davon getragen haben. Ist das in den Köpfen der Spieler, während Fillmore Beck den nächsten Dreier verwandelt? Sicherlich und ich glaube, also ich bin mir fast sicher schon, dass Chris Harris jetzt reagieren wird in der Viertelpause und die Zone auflösen wird und wieder zu einer Mann-Mann-Verteidigung umstellen wird, weil in den letzten zwei Vierteln hat Karlsruhe da so die Antwort gefunden für. Treffen jetzt die Dreier und Foul von Pluskota. Schöner Fake da, schöne Bewegung von Baumann. Also wenn du natürlich als Trainer das siehst, dass die Zone mittlerweile geknackt ist, also das kann man wirklich klar so sagen, Karlsruhe hat mittlerweile die Zone geknackt, dann könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt wieder umstellen wird auf eine Mann-Mann-Verteidigung. Ja. Während Dominik Spohr jetzt an der Linie steht, bei 4,2 Sekunden auf der Uhr und seine zwei Freiwürfe wahrscheinlich verwandeln wird, sodass wir dann wieder einen Gleichstand haben. Ja, bei Spohr kann man wirklich darauf wetten, dass er die macht. Ganz sicher von der Linie, auch heute schon 6 aus 6. Ja. Hagen hat die letzten 10 Freiwürfe getroffen. Und jetzt Caron Ross zündet den Turbo. Oh! Und das ist kein Foul, meiner Meinung nach. Da wurde er ganz klar berührt. Und das war ohne Verteidigungs. Viertelstand 64-64. Also, wir gehen in ein spannendes letztes Viertel, geben nochmal ab, nachher gleich in die Werbung und kommen dann pünktlich zum Start des vierten Viertels wieder zurück. Bis gleich.
So, da sind wir wieder zurück, pünktlich zum vierten Viertel und ich bin hyped. Ja, in den anderen Hallen wird auch noch gespielt. Da steht es aktuell, ja, ein Spiel ist schon am Dienstag beendet worden. Das war zwischen Schalke und Baunach. Das ging 80-77 für Schalke aus. Ja, die Adlen Dragons führen aktuell 53-44 gegen Paderborn. Ehingen führt deutlich in Nürnberg mit 57-78 im letzten Viertel. Ja, und die Hamburger, die spielen 64-57 im letzten Viertel, noch 5 Minuten zu spielen, gegen die Kirchheim Knights. Tübingen führt 46-36 gegen Rostock. Und Chemnitz liegt ein Punkt zurück, 42-43 gegen Trier. Und die White Wings aus Hanau liegen mit 28-36 gegen die Heidelberger zur Halbzeit zurück. Ja, und jetzt wieder zurück zu unserem Spiel hier. Lions gegen Hagen. Ja, und eben als du die Spielstände vorgelesen hast, ist wieder was passiert, was die Schiedsrichter angeht. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, die entgleitet so ein bisschen das Spiel gerade. Also jetzt nicht nur auf einer Seite, auf beiden. Und das war eigentlich ein Zweier. Und der Schiedsrichter hat einen Dreier angezeigt. Also es war ein ganz klarer Zweier. War da mit einer halben Schuhgröße auf der Linie. Ja, Nyama hat eben eine Verwarnung für ein technisches Foul bekommen, wo er auch wieder gar nichts für kann für das Foul, was er da bekommen hat. Ja, also ich finde es gerade ein bisschen schade, dass die Schiedsrichterleistung so im Mittelpunkt steht und vielleicht das ein oder andere noch passieren wird. Amino jetzt aber mit einem starken Dreier. Und Hagen bleibt bei der Zone. Immer wenn sie scoren oder eine lange Unterbrechung durch einen Einwurf gibt, dann gehen sie in diese Zone zurück und können die gut aufbauen. Ross denkt kurz über den Dreier nach, aber hat dann den 2,1 Meter großen Grove gegen sich und hat dann doch nochmal zurückgesteckt. Lacey jetzt muss eine Aktion finden und Ross muss jetzt den Dreier über Grove nehmen und ja, das ist natürlich stark verteidigt von Hagen in dem Fall. Oder Lacey hat auch den Ball zu lang gehalten, muss man auch sagen, und das ist ein Foul von Lacey, ja. Und Hollersbacher jetzt kommt wieder auf Hagener Seite. Ja, Dominik Spohr bekommt eine Pause. Der hatte ja, glaube ich, die letzten zwei Spiele nicht mehr gespielt. Oder nicht spielen können. Und auch Cyrus Tate kommt wieder auf Karlsruher Seite. 6 Punkte, 4 Rebounds für ihn heute. 2 Teamfouls bereits jetzt wieder auf Karlsruher Seite. Noch 0 auf Hagener Seite. Amino jetzt mit dem starken Dreier eben. Jetzt rutscht er kurz aus, aber behält die Ballkontrolle und den Ballbesitz auch. Jetzt auf Dunbar, der mit dem Midrange-Jumper zu weit. Und Baumann wird da, glaube ich, gehalten von Tate, aber irgendwie kein Foul diesmal. Ich glaube, die haben sich gegenseitig gehalten. Wie auch immer, Nyama hat den Rebound gehabt und Karlsruhe versucht ihrerseits wieder zu verkürzen. Embo Johnson jetzt mit dem weiten Dreier. Und der sitzt drin. Ja, der hat jetzt mittlerweile die Range in der Europahalle gefunden. Letztes Spiel 5 aus 8. Heute 4 aus 6. Und Amino jetzt mit dem ganz freien Korbleger. Und da wurde gefoult von Fimmer Beck. Das war gut. Und der hat aber da was abbekommen. Pferdekuss, glaube ich. Amino wollte da schon zum Dunking ansetzen. Und da hat Fimmer Beck gefoult. Aber fair, also wie man das so sagen darf, wohl kein unsportliches gepfiffen, weil er dann doch sehr zum Ball gegangen ist. Aber muss natürlich jetzt in Form eines Pferdekusses einstecken und Amino an der Linie. Ja, ich glaube, das war wirklich ein guter Einsatz von Filmer Beck, um zu sagen, du kannst hier nicht so leicht in unseren Korb stopfen. Aber Amino natürlich ein sicherer Freiwerfer, macht doch beide rein. Und Hagen führt wieder mit 2. Ja, Hagen im letzten Spiel gegen Ehingen knapp verloren. Lacey für 3. Und Johnson kriegt den Ball auch nicht unter Kontrolle. Ja, Lacey wurde da überrascht. Von hinten wurde er geblockt. Oh, das war aber sauber den Ball gespielt. Und jetzt kriegt er einen Foul gepfiffen. Also ich weiß nicht. 4 Teamfouls auf Lions-Seite zu 0 auf Hagener Seite. Wobei jetzt auf Hagener Seite keine großen foulanfälligen Aktionen waren. Aber das, glaube ich, bei Tate, das muss man nicht pfeifen eben.
Ja, alle 50-50-Situationen, wo man halt sagt, ja, weiß nicht so ganz, war schon beigespielt, aber vielleicht auch ein bisschen immer ein Foul heute. Und das gefällt mir nicht im Profibasketball, weil du willst ja auch als Fan ein bisschen Spielfluss sehen. Und sowas kann man dann auch mal durchgehen lassen, aber naja, wenn die Linie so angefangen wurde, muss sie auch eigentlich so zu Ende gepfiffen werden. Ja. Aber die Linie ist halt eigentlich auch nicht erkennbar, Klaus, oder? Ja, aber auf Seiten der Hagener jetzt schon ordentlich Freiwürfe im Vergleich zur Karlsruher Seite da. Ja, 20 zu 3. Also 20 Freiwürfe für Hagen, 3 für Karlsruhe. Lacy für 3. Dann macht das halt von außen, wenn er nicht an die Freiwurflinie darf. Ja, und das ist jetzt 12 Punkte sind das jetzt für Lacy auf Karlsruher Seite. Johnson mit 12, 4 Dreier, Lacy mit 12. Und Johnson jetzt spekuliert da bei Hollersbacher, der den Ball rauspasst auf Amino. Fast Passfake. Und Tate mit einem starken Rebound und dann Sprungball. Und Fillmore Beck kann es nicht glauben und Devontae Lacy kann es nicht glauben. Er sagt, ich habe doch ganz klar den Ball gehabt, wie kann man da auf Sprungball entscheiden? Ich habe es natürlich von hier nicht gesehen, aber also Tate, der würde jetzt richtig ausrasten, wenn er nicht schon eine technische Foulverwarnung bekommen hat. Aber ist egal, Sprungball ist trotzdem, der Pfeil zeigt auf Karlsruher Seite. Und es wäre jetzt denkbar schlecht gewesen, wenn da auch noch ein technisches Foul bei rausgesprungen wäre. Fillmore Beck, der zögert überhaupt nicht. Und Amino jetzt mit dem Korbleger. Und Amino jetzt schon mit 7 Punkten im vierten Viertel, hat glaube ich. Hat er alle gemacht, Klaus? Ich glaube, er hat alle gemacht, ja, für Hagen in diesem Viertel. Also der scheint halt wirklich versucht, hier ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, der junge Mann. 21 Jahre erst, 97er Jahrgang. Cyrus Tate mit der Midrange. Und jetzt fällt alles. 72, 73. Und jetzt kommt Davis wieder auf Hagener Seite, der Topscorer. Zusammen mit Dominik Spohr mittlerweile und Amino jetzt auch bei 12. Also auch ausgeglichene Scorerleistungen. Hier scheinen viele einen guten Tag zu haben. Amino fällt hin, schon zum zweiten Mal, jetzt in den letzten zwei Angriffen. Ich glaube, der hat irgendwie was an den Schuhen vielleicht. Auf jeden Fall Turnover jetzt dadurch. Lacy mit dem Fake. Embo für 3. Drin. Jawohl! Gibt's das? Jetzt die erste Auszeit. Na, das war jetzt mal. Also, das ist wirklich ein Spiel. Also, erstes Viertel mal abgesehen, aus Lions-Sicht hat sich das Spiel wirklich toll entwickelt. Ja, absolut, kann ich so unterschreiben. Und jetzt sagt Chris Harris nur was zu den 5, die auf dem Feld stehen, ganz kurz. Und was war jetzt? Nur was mit der Uhr, oder? War das eine Auszeit? Ich glaube nicht. Ich habe zuerst gedacht, es war eine Auszeit, aber. Es wird auch auf Hagener Seite in Auszeit angezeigt jetzt gerade. Aber also vielleicht wird die da zurückgenommen, weil das kann sicherlich keine Auszeit gewesen sein. Ich glaube, da war irgendwas mit dem vierten Offiziellen, wurde da gesprochen am Tisch. Und ich glaube, das war alles, weil auch die Trainer nur mit den Spielern auf dem Feld geredet haben. Also nicht nur mit den Spielern, die gerade spielen, sondern auch noch auf dem Feld mit ihnen geredet, nicht auf der Bank. Jetzt ist Davis wieder im Spiel auf Hagener Seite für Aminu, der bisher im vierten Viertel ein krasses Spiel gemacht hat. Und jetzt kommt auch Herrera gleich wieder und Spohr, die beiden Big Men da. Wahrscheinlich Baumann wird wieder gehen. Und dann war jetzt, wird von Johnson verteidigt, Stepback Jumper unten und drin. Tja, 75-75. Dumba ist ein bisschen schwerfällig gerade, hat sich glaube ich dann vielleicht ein bisschen verletzt. Läuft nicht ganz rund, meiner Meinung nach. Niyama jetzt. Ja, Karlsruhe, sehr viel Geduld. Gefällt mir sehr gut hier. Gegen die Zone braucht man Geduld. Und Johnson, der nimmt den Dreier sofort. Und der trifft. Was hat der jetzt gefespert in der Halbzeitpause? Ich weiß es nicht. Dreier Nummer 5. 2 Spiele in Folge mit 5 Dreiern von Johnson. Und das, nachdem er so schlecht gestartet ist ins Spiel. Von mir aus darf er noch weitermachen. Hollersbacher. Mit der linken Hand. Die ersten Punkte und die waren wichtig für Halle Hagen hier. Sehr schön über die Baseline gezogen gegen 2 und dann gefinished. 78-77. Embo dirigiert da die Verteidigung. Holt sich nochmal ein Screen von Tate. Jetzt geht er im 1 gegen 1 da und mit dem Layup. Das ist also wirklich ohne Embo. Sehr gute Verpflichtung gewesen. Kam aus Nantes,
erst sein, wie viel das Spiel? Sechstes vielleicht, ich guck. Sein sechstes. Sein sechstes Spiel erst. Und wirklich eine Verstärkung gewesen, aber Lacey jetzt mit einer ganz schwachen Verteidigung da. Ich glaube, da dachte er, kommt die Hilfe unten. Ne? Mhm. Und dann kann Grof einfach den Layup reinhauen. Ona Embo. Nyama. Schöner Crossover gegen Hollersbacher und dann wird er gefoult von Baumann. Zwei Freiwürfe für Nyama und Ona Nyama. Ja, ein durchschnittlicher Freiwerfer. 70% ungefähr. So, Spielerwechsel, Dreifachwechsel da bei Hagen und ich glaube, jetzt wird die Starting Five wieder auf dem Feld stehen. So ist es. Davis, Herrera, Grof. Nein, Spohr war nicht in der Starting Five. Hollersbacher geht runter, aber dann doch vielleicht die beste 5 vermeintlich bei Hagen jetzt auf dem Feld. Ja, das war das erste Foul für Hagener auf der Hagener Seite im vierten Viertel. Das kann beim engen Spiel natürlich auch mal noch entscheidend sein, wenn man dann die andere Mannschaft nicht stoppen kann durch Foul und an die Linie schicken kann. Aber ist ja noch ein bisschen zu spielen. Und Nyama macht beide. Somit ein hauchdünner Vorsprung mit 82-79 für die Lions. Aber die Hagener ja schon wieder da im Angriff. Und da müssen wir mal schauen, was Davis jetzt sich ausdenkt. Er holt sich Herrera zum Block. Und jetzt Lodders auf Grof. Schönes Passspiel. Sie suchen den freien Mann. Jetzt wird es Zeit. Und der war viel zu kurz. Ja, er muss daneben. Aber Davis reklamiert, dass da noch ein Lions-Spieler am Ball gewesen sein muss. Und es gibt Einwurf Hagen, aber es sind nur noch 0,2 auf der Uhr. Und ich meine, per Regel darf, aber jetzt vielleicht verwechsel ich es auch mit dem NBA-Regelwerk, darf jetzt noch ein Wurf abgesetzt werden, wenn es 0,1 wäre. Ich glaube, in der NBA ist auf jeden Fall so, dass per Regel innerhalb von 0,1 Sekunden kein Wurf mehr zählen darf. Aber jetzt ist eh hinfällig, der Ball war nicht drin. Aber war noch trotzdem gut gespielt von Hagener Seite. Ja, und das einzige mögliche gemacht, versucht ein Alley-Oop ans Spiel. Und Lacey geht jetzt vorbei an Grof auf Nyama raus, der mit einem 1 gegen 1 und wird gefoult. Und das habe ich jetzt auch nicht gesehen und Lodders kann es auch nicht ganz verstehen. Aber das meine ich, die Spieler jetzt gut, sie beschweren sich nicht mehr, weil sie wissen, wenn sie sich beschweren, dann gibt es auf jeden Fall ein technisches Foul sofort. Ivan Rudesch war ja einer der ersten Opfer da. Hat schon ein technisches Foul bekommen. Beim nächsten würde er dann die Halle verlassen müssen oder zumindest in die Umkleide gehen müssen. So, Nyama kann den nächsten Wurf verwerten. Und jetzt sind schon 4 Punkte. 2 Ballbesitzspiel oder 2-Possession-Game, wie es im Englischen heißt. Sind es 5. So, jetzt, wenn der nächste Stop auf Lions-Seite kommt, dann glaube ich, wird es eine Auszeit geben auf Hagener Seite, oder? Ja, ich denke auch. Also Hagen muss jetzt fast schon scoren, um hier auf Tuchfühlung zu bleiben. Herrera. Oh, toller Kampf. Und jetzt noch 5 Sekunden auf der Uhr. Aber jetzt kurze Überzahl. Und Foul, was war jetzt? Und Foul von Johnson. Vor dem Wurf, war nicht beim Wurf. Johnson hat vor dem Wurf gefoult und zwar beim Pass. Sein viertes Foul. Sein viertes Foul und es gibt 2 Freiwürfe für Spohr. Und naja, das war jetzt natürlich auch wieder denkbar ungünstig von ihm, weil Dodders hatte da einen ganz schwierigen Wurf in der Ecke, den er auch wegen der ablaufenden 24 hätte nehmen müssen. Und ich glaube nicht, dass er drin gewesen wäre. Spohr, sicherer Freiwerfer. Butterweich gehen die da rein. Ja, ich glaube, du nimmst lieber 2 Freiwürfe von Spohr als einen Korbleger, oder? Also das ist fast noch eine sichere, noch sicherere Nummer. So, jetzt. Ja, er verkürzt wieder auf 3. 2 Minuten 20 und es ist das versprochen knappe Spiel mit vielen Körben. Ja, und die Hagener Fans hier in der Halle, die unterstützen und geben alles, was sie geben können. So ein Grüppchen von 15 Leuten vielleicht. Und Offensivfoul von Lacey. Es gibt wenigstens keine Freiwürfe. Aber trotzdem ja, natürlich blöd, weil auch sein viertes Foul jetzt. Ja, aber Klaus, wenn alle meine Vorhersagen so laufen würden wie heute bei dem Spiel, dann wäre ich reich. Mhm.
So, schauen wir mal, ob sie ausgleichen können oder zumindest nochmal verkürzen. Hof ganz frei für drei. Da haben wir aber Glück gehabt auf Karlsruher Seite, dass der nicht gefallen ist. Der war ja wirklich komplett frei. Ja, auf jeden Fall. Also den kann man schon mal machen. Der will sich ärgern, Jonas Grof. Und starker Rebound dann von Lacey. Und jetzt natürlich fängt Karlsruhe an, die 24 ganz auszuspielen. Oh! Och! Eliupa, ein Spiel auf Nyama und der kann ihn nicht reinmachen. Fällt da wieder raus und jetzt Herrera gegen Lacey, aber das ist natürlich keine Verteidigung da, oder zumindest Lacey kann da nicht verteidigen, hat da sowohl Gewichtsnachteile wie auch Größennachteile und jetzt muss er aufpassen, dass er nicht gedoppelt wird, aber wird dann gefoult. Tja, aber anstatt 5 Punkte vor sind es jetzt nur noch einer und ich glaube Rudisch erkundigt sich jetzt, er will jetzt Auszeit. Ja, jetzt gibt es Auszeit, Lions Seite, bei 1:11 auf der Uhr, 84-83. Also, das ist wirklich ein prickelndes Spiel hier. Ja, 5:3 jetzt. Oder also Karlsruhe hat schon mehr als 5 Teamfouls, aber hat auf jeden Fall die Grenze überschritten. Und 3 jetzt bei Hagen. Das heißt, die haben noch 1 zu geben. Tja, in den anderen Spielhallen, da haben wir aktuell Adnan Dragons gegen die Paderborner. 62-56, noch knapp 2 Minuten zu spielen. Die Nürnberg Falcons noch knapp 4 Minuten zu spielen im vierten Viertel, 63-80 gegen Ehingen. Das vierte Viertel ist fast vorbei in Hamburg, da steht es 80-70 gegen die Kirchheim Knights. Ja, hier bei unserem Spiel 84-83. Die Tübinger führen mit 50-49 im dritten Viertel, noch bei 5,5 Minuten zu spielen gegen die Rostock Seawolves. Chemnitz zu Hause bei knapp 8,5 Minuten noch im dritten Viertel, 45-47 gegen die Trierer. Und im dritten Viertel bei 2:36 auf der Uhr haben wir die White Wings Hanau mit 35-47 gegen Heidelberg. Ja, alles relativ eng beieinander, mal abgesehen jetzt von dem Nürnberger Spiel. Das wären richtig spannende Playoffs, Klaus. Da kann man sich jetzt schon drauf freuen. Nicht so wie letztes Jahr, wo ja eigentlich irgendwie Fechter und Kreuzheim vorher schon feststanden, weil da wusste man, wenn sich nicht irgendwie jemand verletzt bei den beiden Teams, dann hat eigentlich niemand eine Chance. Und dieses Jahr kann jeder jeden schlagen. Ja. Von den Top 8. So, jetzt muss aus diesem Angriff sollten tunlichst Punkte resultieren, weil Hagen bestraft das sonst. Ich glaube, jetzt wird jeder Fehler umso mehr bestraft. Und schöner Pass von Lacey auf Nyama und der macht den Korbleger nicht. Und jetzt ist der Ball trotzdem auf Lions-Seite. Puh, mein Gott. Warum macht denn der Nyama nicht? Ja, er hat Angst gehabt, dass er geblockt wird. Das hat man ja gesehen. Er hat den Ball bekommen und sofort geguckt, kommt da jemand, der springt. Und hat einen Fake gemacht, aber gemerkt, wäre ich gleich hochgegangen. Und wäre nicht. Schiedsrichter beraten sich, was ist jetzt? Ah, wegen der Uhr wahrscheinlich. Ob er 14 Sekunden gestellt wird, oder? Ja, ob der Ball am Ring war, das ist die Frage. Wenn er am Ring war, dann gibt es eine neue 14. Wenn nicht, dann wird es 13 oder 12 geben. Die Uhr war auf 16 beim Einwurf. 12 also Sekunden zeigt er an, glaube ich. Ja, der Ball war nicht am Ring, also gibt es 12. Also ich weiß noch, 16 Sekunden waren es beim Einwurf. Und wenn er nicht am Ring war, dann könnten 4 Sekunden passen. Aber trotzdem, Nyama hat da irgendwie Angst gehabt, hochzugehen, weil er gedacht hat, jetzt kommt einer dieser großen Herrera, der mit die zweitmeisten Blocks der Liga macht, mit 1,9. Also er macht rund 2 pro Spiel. Und dann natürlich Spohr, Grof, die können ihn alle da ans Brett blocken. Da hat er ein bisschen Angst gehabt, aber jetzt muss der Ball mal rein. Und Johnson jetzt, 10 Sekunden auf der Uhr. Lacey soll es machen. Lodders verteidigt ihn da sehr eng. Lacey jetzt gegen 2, super Verteidigung von Hagen. Und boah, jetzt sind 0,2 Sekunden auf der Uhr noch. Und ich glaube, das müssten eigentlich ein bisschen mehr sein. Die ist ein bisschen spät gestoppt worden, da die 24. Aber naja, 0,2, das ist natürlich nichts. Das muss eigentlich auch wieder ein Alley-Oop-Anspiel kommen, aber ja, 0,2 Sekunden scheint mir da auch viel zu wenig Zeit, um den Wurf loszuwerden. Und vor allem in der Länge, die Lacey gerade hatte. Also 24 also Sekunden abgelaufen, einfach Hagen. Und es war eine super Verteidigung da beim Pick and Roll. Ich glaube, beim nächsten Mal darf Lacey nicht das Pick and Roll holen, sondern muss das 1 gegen 1 suchen, weil das Pick and Roll verteidigen sie echt gut, die Hagen. Ja, und jetzt? Davis über die Baseline. Kurz. Zu kurz. Aber sie so können. Also jetzt, ja, jetzt noch nicht faulen. Jetzt noch nicht faulen.
Also egal wie das Spiel hier ausgeht, vielleicht gibt es auch noch eine Verlängerung, wer weiß. Aber egal wie das Spiel ausgeht, beide Mannschaften hätten hier einen Sieg verdient. Auf jeden Fall. Hagen wird es nochmal schön verteidigen. Immer für drei. Drin! Ja! Der ist drin. 16 Sekunden vor Schluss. Der Mann pinkelt Eiswürfel. Gibt's das denn? Karl Ona Embo. Netzt ein für drei zum Spielstand von 87-83. Da bleibt Hagen nichts anderes übrig, als eine Auszeit zu nehmen. Ja, und das ist jetzt schon die zweite, die angezeigt wird oben. Die erste scheint wohl auch irgendwie... Entschuldige, Nico. Wie viele Dreier auf Karlsruher Seite sind denn jetzt hier gefallen? Weil ich habe hier 15. So viele Highlights mitgeschrieben. 15. Und das, nachdem sie 0 im ersten Viertel hatten, oder? Also sie machen 10,1 im Schnitt, zu ihrer Information. Und sie hatten 0 im ersten Viertel und seitdem ein Feuerwerk. Sondersgleichen. Sie haben jetzt 48% Dreierquote nach 0 von 6 Start. Ich glaube, es waren sogar 0 von 7 oder so. Also dann im zweiten Viertel haben sie auch nicht den ersten gleich getroffen. Also was ein Feuerwerk. 5 Dreier von Johnson, 4 von Embo, 3 von Fillmore Beck, 2 von Lacey und einer von Yama. Und ja, also wirklich das Scoring sehr ausgeglichen. Also Embo jetzt Topscorer, 16 Punkte. Die Zuschauer hält nichts mehr auf den Sitzen, aber rein gar nichts mehr. Ja, die Hagener Fans hadern. Sie wissen, jetzt wird schwer. Jetzt muss eigentlich direkt die Antwort kommen. Innerhalb von 2-3 Sekunden muss der Wurf hier losgelassen werden. Ja, und dann werden. Haben wir das Thema, dass dann Hagen gleich faulen muss und wir haben erst 3 Teamfouls. Ja, da wird ihm das zum Verhängnis, dass die Schiedsrichter vielleicht im letzten Viertel nicht so kleinlich gepfiffen haben wie auf Karlsruher Seite. So, jetzt zählt's. Hagen wirft im Feld der Karlsruher ein. Oh, ganz tolles Anspiel auf Herrera. Und, aus der, und der stopft das. Der stopft den Ball. Ja, war schön gespielt und Karlsruhe natürlich in erster Linie eben den Dreier verteidigt. Aber 2 schnelle Punkte sind bei 16,7 Sekunden auf der Uhr natürlich auch gut für Hagen. Ja, nur 2 Sekunden von der Uhr genommen. Also und jetzt mit einem Foul und dann, also erstmal muss Karlsruhe den Ball ins Spiel bringen und dann natürlich auch direkt das Foul bekommen von Hagen. Und dann muss Karlsruhe erstmal die Freiwürfe treffen. Die Freiwürfe machen, wie du gesagt hast. Aber Karlsruhe natürlich ein starkes Freiwurfteam, drittbestes in der Liga, macht als Team 75% der Freiwürfe heute auch. 6 aus 7. Nur Roland Jahm hat einen verworfen, aber wie gesagt, sie haben auch nicht so viele geworfen bis jetzt. Also ich bin mal gespannt. Der jetzt wahrscheinlich an die Linie gehen wird, wird noch keinen heute geworfen haben. Der beste Freiwürfer bei Karlsruhe ist Devontae Lacey mit 83%. Nein, Fillmore Beck hat 11 aus 12 die Saison gemacht. Aber Lacey hat schon 55 geworfen die Saison und 46 gemacht. Also der ist jemand, der viele geworfen hat und auch viele schon getroffen hat. Und jemand, der natürlich auch in den letzten Minuten immer das Heft in die Hand nehmen will. Fillmore Beck bleibt auf der Bank. Roland Jama hat natürlich auch eine Option, hat 5 aus 6 bis jetzt getroffen. Aber er lässt jetzt die Mannschaft, die den Schlusssport hier hingelegt hat, lässt er auf dem Feld. Karl Ona Embo, Yama, Tate, Johnson und Lacey. Und Lacey macht den Einwurf. Also ich würde jetzt sagen, dass ich würde Karl Ona Embo jetzt den Ball geben und das ihn die Freiwürfe werfen lassen, weil der Mann, der ist halt ganz cool drauf. Aber Yama kriegt den Ball und wird sofort gedoppelt und dann gefoult. Tja, und jetzt müssen noch einen Foul machen, damit es Freiwürfe gibt. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt den Ball zu Ona Embo bei 13,5 Sekunden auf der Uhr. Ja, also ich glaube, Ona Embo ist da eine bessere Option als Nyama. Ja, aber das weiß Hagen auch, deswegen wird der extrem gut verteidigt. Jetzt hat er ihn. Und, Foul und jetzt gibt es das Foul von Davis. Ja, interessante Einwurfsituation da. Also Tate und Johnson stehen eigentlich nur rum und sie lassen eigentlich quasi nur Nyama und Embo sich freilaufen. Jetzt steht Harris mit seiner Mannschaft im Spielfeld, während Ona Embo den Ball bekommt zum Freiwurf. Natürlich nur für den ersten, weil den Rebound zum zweiten müssen sie natürlich Johnson haben. Johnson stellt sich ein bisschen dazu und den ersten verwirft er. Er macht es nochmal spannend. Er stößt die Tür auf, jetzt muss er den zweiten machen, sonst könnte Hagen sogar mit einem Dreier das Spiel hier gewinnen, Klaus. Richtig. Die Spannung ist greifbar. Zu kurz, Offensiv-Rebound. Nein. Aus. Nein. Und Embo zeigt Nerven an der Linie, Auszeit Hagen. Und was wäre das jetzt für eine Geschichte, wenn Hagen hier noch einen Sieg entführt? Auch heute natürlich stark von der Dreierlinie getroffen.
9 aus 20, 45% als Team, starke Quote für Hagen. Tja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie Karlsruhe verteidigt. Ob Karlsruhe auf den Foul geht oder ob sie versuchen zu verteidigen. Ah, ich würde niemals auf den Foul gehen jetzt. Niemals. Also zumindest nicht Dominik Spohr, wenn er auf dem Feld steht, faulen. Ich will gar keinen faulen. Außer Jovan Baumann geht aufs Feld. Dann würde ich ihn faulen, aber der wird nicht aufs Feld kommen. Aber nee. Die werden jetzt alles geben, um den Dreier zu verteidigen. Ich bin mal gespannt, ob es dann einen schwierigen Dreier gibt. Und wenn der durch Zufall reinfällt, dann wäre natürlich immer noch, je nachdem, wie viel Zeit noch auf der Uhr ist. Aber ich bin mal gespannt, was jetzt Hagen macht. Gehen sie auf den Dreier, gehen sie auf den sicheren Zweier. Aber das Spiel bietet alles, was das Basketballherz begehrt. Spannung bis zum Schluss. Verletz dich nicht. Jetzt geht's weiter. Und der Ball ist im Spiel. Davis, der ganz gute Dreierquote hat, hat den Ball gegen Embo. Und jetzt wird der Ball zu Grof. Der trifft nicht. Spiel ist aus. Die PSK Lions gewinnen gegen Phoenix Hagen 87 zu 85. Ja, was kann ich sagen, Nico? Uns fällt ein Stein vom Herzen. Ist natürlich traurig für die Hagener Spieler, für die Hagener Mannschaft, die mitgereisten Fans und die Fans zu Hause an Airtengo-Bildschirm am Livestream, die die Barmer zweite Basketball-Bundesliga hier verfolgt haben. Ja, wir können nur sagen, extrem bitter für Hagen, die jetzt schon zwei Spiele in Folge mit 2 Punkten Unterschied verlieren. Aber sie haben natürlich, muss man auch sagen, auf der anderen Seite sehr, sehr viele Spiele ganz knapp gewonnen. Vor allem dann auch gegen Ehingen mit einem, gegen Rostock mit einem, gegen Paderborn mit einem. Gegen Ehingen waren es 2, Entschuldigung. Also sie haben auch wirklich viele Spiele, die knapp waren, dann gewonnen und manchmal läuft es halt so, manchmal so. Sie hatten den Ausgleich für die Verlängerung auf der Hand, aber Jonas Grof kann ihn nicht verwerten. Wird jetzt gerade getröstet von Dominik Spohr und den anderen Spielern. Ja, Respekt an die Hand.